Battlefleet Gothic Armada. Willkommen zurück zur Beta-Phase des Spiels. Ein Vorab-Eindruck des Spiels zeige ich euch sehr gerne. Ich bin Writing Bull, habe euch schon gezeigt, die ersten drei Missionen der Kampagne, die etwa einem Tutorial entsprechen, die sind hier in der Beta bereits freigeschaltet. Was noch fehlt, zeige ich euch ab jetzt in dieser Preview-Let's Play-Reihe. Das ist der Skirmish-Modus im Einzelspieler-Bereich. Das heißt, man tritt hier an, entweder auf Seiten des Imperiums oder auf Seiten der Chaos-Fraktion gegen Computergegner. Was ich euch dann später noch zeigen werde, sind Multiplayer-Matches gegen richtige Gegner, gegen die HI, gegen die Humanintelligenz. Jetzt wollen wir uns aber erstmal mit der KI messen. Und hier seht ihr die vier Fraktionen, die zum Release des Spieles zur Verfügung stehen. Das ist das Imperium, das ist die Chaosflotte, das sind die Ork-Piraten und die Eldar-Korsaren werden unmittelbar nach dem Release als DLC dazukommen. Die beiden ersten sind in der Beta schon freigeschaltet, um es kurz zusammenzufassen. Das Imperium, dicht ranfahren, unbeweglich, aus kurzer Entfernung kämpfen. Chaos im Vergleich dazu, weiter hinten bleiben und aus der Entfernung ballern und dem Gegner ausweichen. Ist ein bisschen zugespitzt, gebe ich gerne zu. Die Ork-Piraten, die sind noch eher dazu geeignet, um ganz dicht heranzufahren und aus kürzester Entfernung mit ihren kaum beweglichen Schiffen dem Gegner quasi zu umklammern und ihm Kopfnüsse zu geben im Weltall. Im Vergleich zu ihnen sind die Imperiumsschiffe grazile Tänzer, aber nicht im Vergleich zum Chaos. Also das Chaos, das sind halt Schiffe, die auch aus Waffen haben, die aus großer Entfernung erfolgreich schießen können. Es sind die schnellsten Schiffe oder sehr schnelle Schiffe und falls sie doch mal in einen Nahkampf verwickelt werden, stehen ihnen Jäger- und Bomberflotten zur Verfügung, also Fliegerparks an Bord der Schiffe, wo Jägerstaffeln oder Bomberstaffeln in den Himmel steigen können, in den Vakuumhimmel über den Raumschiffflotten, um sich auf die Gegner zu stürzen. Ihnen stehen kaum Torpedos zur Verfügung und sie sind am Bug schlechter gepanzert als die Schiffe anderer Fraktionen und ihre Makrokanonen teilen weniger Schaden aus. Das Imperium, und mit denen werden wir jetzt auch spielen, die verfügen tatsächlich vielfach über Torpedos, haben am Bug starke Rüstung, sodass sie wirklich von vorne weg dem Gegner ins Gesicht gucken können und von vorne ihre Torpedos oder andere Waffen auf die drauf ballern können. Sie haben mit der Nova-Kanone eine mächtige Waffe, sind auf große Entfernung, weiß Gott, nicht besonders kampfkräftig. Also man sollte wirklich dicht ranfahren. Nachteil, die Schiffe sind nicht die schnellsten. Mal gucken, ob das Chaos uns austanzen kann, falls wir überhaupt gegen das Chaos spielen. Einen General habe ich hier schon angelegt, das ist Writing Bull, welche Überraschung, mit dem habe ich ein bisschen mich schon abgelevelt. Das ist ja nämlich möglich, denn wir spielen hier mit persistenten Flotten. Das heißt mit solchen, die bleiben und upgraden können durch die Erfahrungen, die man sammelt im Kampf gegen die KI. Jedes Mal, wenn ich ein KI-Match durchführe, bekomme ich Erfahrungspunkte und auch Ruhmespunkte und beide kann ich dann investieren, um meine Schiffe stärker zu machen, um andere Schiffe dazu zu kaufen, um die Crew zu verbessern und so weiter. Durchaus motivierend. Das machen wir jetzt aber nicht, denn irgendwie kommt mir das ein bisschen komisch vor. Ihr habt ja die vorigen Kämpfer nicht gesehen. Ich lege mal einen neuen Admiral an und taufe ihn auf irgendeinen fantasievollen Namen wie, ja, zum Beispiel Bullsbeißer. Das ist quasi ein Bot von mir. Bullsbeißer-Bot. Der kämpft in meinen Diensten. Wir spielen auf mittlerem Schwierigkeitsgrad, schnappen uns diesen Admiral und wollen mal schauen, welche Schiffe wir jetzt in unser erstes Gefecht schicken können. Es gibt zwei Sorten von Schiffe, kennt ihr schon. Es gibt die ganze Zeit bleiben und die wir upgraden können und individualisieren können. Und dann gibt es noch die Eskortschiffe, die kleineren. Wenn ein Eskortschiff kaputt geht, dann holen wir uns halt irgendein neues. Das wird automatisch wieder ausgetauscht und das kostet uns auch nichts. Nachteil, wir können die auch nicht verändern und stehen drei Typen zur Auswahl. Wir nehmen aber drei Schiffe, holen wir uns jetzt, die bleiben dauerhaft bei uns. Und hier stehen uns beim Imperium zwei unterschiedliche Arten von Schiffen zur Verfügung, die sich aber nur an einem Punkt unterscheiden. Das ist der erste der drei Waffenslots. Der zweite und der dritte, die sind jeweils identisch. Der dritte Waffenslot, das sind Geschütze, die eine Breitseite abfeuern können, die also auf Steuerbord- oder auf Backbordseite des Schiffes eine rechts oder eine links abfeuern können. Diese Makro-Batteries. Die anderen in der Mitte,
Das sind Geschütze, die eher am Bug befestigt sind und die einen schönen Radius haben. Die können nach vorne schießen, aber auch zu beiden Seiten. Und das ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Die mag ich sehr. Und das hier, das ist das Ge die Geschütz der Geschützslot, der unterschiedlich ist bei diesen beiden Schiffstypen. Hier bei der Dauntless 1 handelt es sich um Geschütze, die auch am Bug befestigt sind und die nur relativ schmalen 90-Grad-Winkel nach vorne feuern können und guten Schaden austeilen können und die gegen feindliche Rüstung effizient sind. Das heißt, die ignorieren Rüstung auf Seiten des Feindes. Genau andersherum funktioniert es hier bei dem zweiten Schiffstyp mit den Torpedos. Torpedos ignorieren nämlich Schilde. Die können potenziell noch größeren Schaden zufügen. Nachteil allerdings, diese Torpedos sind erstens verflixt langsam unterwegs. Das heißt, und die können in der Zeit auch abgeschossen werden. Abgeschossen werden können auch andere Geschosse hier zum Teil, aber bei den Torpedos ist das besonders arg. Und zweiter Nachteil, der Winkel, in dem die abgeschossen werden, der ist wirklich ganz, ganz schmal. Man muss sein Schiff ganz genau auf den Feind ausrichten und dann noch ein bisschen vorhalten vor dessen Bewegung und hoffen, dass man das alles gut abschätzt. Die sind nicht leicht. Ich werde jetzt zunächst mal als erstes Schiff so eins nehmen, werde das dazufügen. Als zweites Schiff nehme ich so eins. Als drittes nehme ich ebenfalls so eins. Und dann werde ich die noch, dann haben wir noch Erfahrungspunkte. Ich nehme mal das erste Schiff hier. Das mit den Torpedos. Hier steht mir die Möglichkeit offen, ein Skill abzugraden. Viele Dinge, die mir zur Auswahl stehen. Ich nehme mal das hier. Diese Disruption Bomb, damit kann man Schilde explodieren, Schilde implodieren lassen. Die gehen kaputt. Das funktioniert nach folgendem Prinzip. Man schießt die rüber, diese Disruption Bomb, rüber zum Feind. Und die explodiert nicht sofort, sondern erst nach 10 Sekunden innerhalb eines bestimmten Radius rund um den Mittelpunkt der Explosion gehen alle Schilde aller Schiffe, die sich dann dort befinden, kaputt. Also nicht völlig kaputt, die werden genullt. Die können sich dann später auch wieder von alleine wieder regenerieren. Aber erstmal steht das Schiff blank da, nackt, ohne Schild. Kann der Feind natürlich erkennen, auch wenn eine solche Bombe abgeworfen wird, und kann versuchen, der irgendwie auszuweichen. Schnappen wir uns, kostet uns 25 Ruhmespunkte. Wenn wir diesen Slot befüllen, machen wir auch. Und bei dem zweiten Schiff hier, da werde ich den anderen Bombentyp mal euch zeigen. Das ist die Plasmabombe und die funktioniert genau andersrum. Die attackiert nicht das Schild, also diese Art von Schutz, die ein Kriegsschiff hat, sondern die andere Art von Schutz, die ignoriert die Rüstung eines Feindschiffes. 100 Schadenspunkte werden vergeben und das innerhalb eines, nach dem ähnlichen Prinzip, Explosion nach 10 Sekunden, alle Schiffe innerhalb dieses Radius werden getroffen, feindliche Rüstung wird dabei ignoriert. Was jetzt nicht ganz klar ist, wie gesagt, es ist die Beta-Version, nicht die finale Version, und da können solche Fehlerchen noch passieren. Im Tooltip steht drin, der Schaden würde 100 Schadenspunkte betragen. Da steht in der oberen Hälfte des Tooltips, in der unteren Hälfte steht, es wären 120 Punkte. Was stimmt? Weiß ich nicht. Also wir nehmen hier die Plasmabombe und investieren hier auch 25 unserer Erfahrungspunkte. Auf geht's! Mehr können wir hier noch nicht machen. Gehen in die Schlacht. Wir können nicht aussuchen, jedenfalls habe ich nicht entdeckt, wie das gehen sollte, ob wir gegen Chaos oder gegen das Imperium kämpfen. Hier ist es das Chaos, das uns ausgewürfelt worden ist. Finde ich gut. Anderer Gegner, finde ich spannender, als wenn es auch das Imperium wäre. Jetzt gibt es eine Begrenzung dafür, wie viele und welche unserer Schiffe wir in die Schlacht schicken können, dadurch, dass wir nur über eine bestimmte Zahl von Flottenpunkten verfügen. 250 Flottenpunkte sind es. Die beiden Hauptpötte, die wir haben, die kosten schon über 100. Ich habe jetzt mal das mit den Torpedos als Admiralschiff hier eingesetzt. Als Linienschiff holen wir uns dann hier das. Und jetzt seht ihr auch schon, warum ich da beim dritten Schiff das nicht abgegradet habe, weil ich wüsste gar nicht, wie man das hier noch unterbringen sollte. Wir haben noch 41 Flottenpunkte und dann nehme ich hier noch ein weiteres Torpedoschiff mit rein. Okay, dann können wir starten. Die verbleibenden 6 Flottenpunkte investieren wir nicht. Und ihr wisst, wir kämpfen gegen das Chaos. Wir müssen uns den Schiffen so dicht wie möglich nähern.
Es ist wieder diese Aufstellungszone, die kennt ihr schon. Und ich werde wieder hier auf das I klicken. Hier ist ein Asteroidenfeld. Das sollten wir natürlich möglichst nicht reinstellen. Würden unsere Schiffe schon vom Start hinweg Schaden erleiden. Ich stelle mich mal hier an den Rand und versuche in eines dieser Gaswolken reinzukommen. Obwohl, das werde ich nicht schaffen. Ich nehme mal diese Gaswolke hier. Die steht relativ frei. Wenn ich hier reinfahren würde, würde der Gegner vielleicht nicht dahinter reinfahren. Und dann bin ich eine Weile noch maskiert. Das heißt, ich schnapp mir hier den Herrschiff. Das kann hier genau geradeaus fahren. Das zweite daneben. Und das dritte stellen wir in die Mitte dazwischen. Und okay. Ready. Und hier sehen, der Feind kommt von oben rechts und von oben links. Und wir fahren mit denen jetzt hier direkt rein. Platzieren uns vorne in der Gaswolke. So. Hier den noch ein bisschen weiter in die Mitte. Den ebenfalls. Na, wurde es nicht angenommen gerade? Jetzt. Wenn man die Maus gedrückt hält, dann entsteht noch ein kleiner Pfeil und damit kann man einstellen, wo die ausgerüstet sein sollen, ausgerichtet sein sollen, in welche Richtung. Hier werde ich jetzt bei allen noch aktivieren, dass sie sich den Gegnern den Bug zeigen sollen und nicht die Breite. Hat erstens den Vorteil, dass unsere Trefferfläche von Seiten des Feindes aus betrachtet kleiner wird. Die können halt nicht uns über unsere volle Breitseite mehr erwischen. Zweiter Vorteil, wir verfügen ja sie über sehr starke Frontwaffen bei unseren Schiffen, insbesondere aber nicht nur über die Torpedos, und da finde ich das optimal. Bei allen stellen wir ein, möglichst dicht an den Feind ran, 3K, 3000 Entfernungseinheiten sollen die anstreben als Entfernung, die sollen wirklich nah rangehen. Hat auch den Vorteil, dass die Trefferwahrscheinlichkeit immens steigt, die ist nämlich bei einem Erreichen der 3000er Grenze beträgt die 80% Treffergenauigkeit. Bei 6 sind es 60% nur noch. Bei 49, bei 12, 2 sind es nur noch 20%. Ein bisschen schneller. Anscheinend da links oben seht ihr, da steckt der Gegner in dieser Gaswolke anscheinend drin. Da nähert sich der Feind. Ich vermute, der Feind, der von da rechts kommt, der wird als erster bei uns sein. Deshalb werde ich hier die mal ein bisschen nach rechts ausrichten. So. Den stelle ich in die Mitte. Und hier den kleinen. Schicke ich da rüber. Resuming normal functions. Activating tactical cogitators. Yes, Admiral. Na, der kann sich doch etwas besser ausrichten. Underway. Orders received. So, und hier seht ihr den roten Punkt. Da nähert sich der Feind. Mit wie vielen Schiffen? Mit einem anscheinend nur. Wenn der so schnell unterwegs ist, tippe ich darauf, dass es sich um ein Begleitschiff handelt. Was war das für ein Geräusch? Haben die Torpedos abgeschreut? Wir waren es jedenfalls nicht. Activating tactical cogitators. Der Feind nähert sich. Your orders. Da kommt er. Und sieht er so ein bisschen firren, das heißt, noch sind wir getarnt. Und jetzt kann man sogar langsam schon überlegen, ob wir hier unsere Bombern abfeuern. Hier rein.
Der fährt dann direkt da rein. Das ist die Disruptor Bomb. Awaiting orders. Das ist die Plasma Bombe. Resuming normal function. Jetzt ist er da drin. So, jetzt kommen wir in den Kampf. Jetzt wollen wir als erstes, das ist optimal, mal unsere Torpedos abfeuern. Ja. Und den hier markieren wir als Ziel Nummer 1. Und dass wir die Waffensysteme ausschalten. Kann auch seine Torpedos abfeuern. Ja. Dann aktivieren wir bei allen, dass die Trefferwahrscheinlichkeit gesteigert werden soll. Oh, hier haben wir mittlerweile kaum noch das Schild ist weitgehend vernichtet. Mit dem gehe ich näher ran, damit wir diese Bordaktion machen können. Oh, da werden Flieger rüber geschüttet. Geschickt, das ist natürlich klasse. Understood. Your orders. Reicht doch nicht ganz. Hält ganz dicht außerhalb unserer Reichweite hier. Hier kommt der Feind von links. Noch nicht enttarnt. Execute high energy turn. Die stehen hier dicht nebeneinander. Ship ready. Aber mit dem können wir das jetzt. Dann drehe ich mal mit dem. Reicht auch noch nicht. Der bleibt außerhalb unserer Reichweite. Jetzt muss mal auf den Feind was näher drauf fahren. Jetzt haben wir ihn gleich. Cruising Speed set. Verfolgen wir ebenfalls. Oh, der hat ein Problem mit den Schilden. Den schicken wir ein bisschen vom Feind weg. Der kommt wahrscheinlich von hinten. Dem würde ich ja gerne noch eine Boarding-Aktion hier machen. Awaiting orders. Orders received. Der repariert sich hier. Der hat ein stabiles Schild. Machen wir das anders hier. Dann geben wir dem hier, die Schilde sollen kaputt geschossen werden. Your orders. Oh, gleich haben wir ihn. Komm, komm, komm. Understood. Gleich können wir die Boarding-Aktion machen. Ja, 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 komm, komm, komm. Jetzt! Ja, nein, da war's. Cruising speed set.
So, und ihn drehen wir einmal nach rechts und dann geben wir dem nur einen Laden Torpedos. Hier kann man ihn auch nach, den kann man auch nach rechts schicken. So. Der kriegt es auch von hier aus Torpedos verpasst. Seht ihr die? Oh. Ganz knapp vorbei. Nein. Dann folgen wir dem aus. Wollen wir den mal ein bisschen verfolgen. Der Kleine hier, den müssen wir dringend reparieren. Der ist fast alle. Jetzt können wir immer Torpedos abschießen gleich. Bisschen mehr nach rechts. Setting course. Jetzt. Das übersteht er nicht. Da kommen die Torpedos angeflogen und verfolgen ihn schon wieder ganz knapp. Das gibt's doch nicht. Ganz knapp wieder. Ach, der Maus noch anders. Ich werde erstmal den hier drehen. Dann gebe ich Vollgas und versuche den zu rammen. Fliegt er in den Reihen. Das müsste doch klappen. Ja, zerstört. Der fliegt an dem vorbei. Ich klicke auf Reparieren. Dreh ihn nach links. Nee, der Feind ist wo? Da hinten muss noch ein Feind sein. Oder es wird das hier als Feind angezeigt. Nein. Da hinten ist er. Da hinten ist der Feind. Unsere Fregatte ist weitgehend wieder ausgeheilt. Dann schicken wir die nach links. Den richten wir nach vorne aus. Den schicken wir dem Feind entgegen. Wie viele Schiffe hat der Feind noch? Noch eins oder noch zwei? Da hinten ist auf jeden Fall eins. Setting course. Das sollte reichen. Hier müssen wir aufpassen. Das hier ist eine Mine. Ein Minenfeld. Da sollten wir nicht reinfliegen. Wir versuchen den mal hier in der Ecke der Karte festzurammen. Das mache ich so. Ich fliege rechts hier dran vorbei. Und hiermit fliege ich hier geradeaus durch. Und hier schneiden wir im Hinten den Weg ab. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in die Minen reinfletzen. Da ist der Feind. Jetzt ist er aufgedeckt. Wir klicken auf seine Manövrierfähigkeit. Und der kann Torpedos abschießen, aber holla. Ich war die letzten Male mit den Torpedos, habe ich immer zu wenig weit vorgehalten. Deshalb mache ich das jetzt so.
So, mal schauen, ob es jetzt klappt. Hier sind die Torpedos unterwegs. Wir können wieder Bomben zünden. Er kann eine Schildbombe zünden. Awaiting orders. Der zündet eine Plasmabombe. Zielsicherheit erhöhen. Torpedos abfeuern. Zielsicherheit erhöhen. Draufklicken. Zielsicherheit erhöhen. Wir knallen die Torpedos rein und treffen ihn. Das hat ja gut geklappt. So, jetzt schneiden wir ihm noch hier den Weg ab. Allein schon deshalb, da vielleicht noch so eine... Aktion machen können. Hier, diese hier. Da explodieren die Bomben, habt ihr gesehen, aber die haben wir zu dicht an ihn rangesetzt. Die müssen wir beim nächsten Mal weiter vorne setzen. Boarding-Aktion war erfolgreich. So, jetzt drehen wir nochmal nach links. Jetzt geben wir ihm den Befehl hier geradeaus und versuchen ihn zu rammen. Wir an sein Ende. Dann versuchen wir mit ihm den auch zu rammen. Ne, wir machen hier eine Bewegung nach links und haben auch dann eine Boarding-Aktion durchgeführt. Und dem geht es nicht wirklich gut, glaube ich. Yes, Admiral. Burn retros. Den habe ich einen Moment aus den Augen verloren. Oh, Feuer auch an Bord unserer Schiffe. Nein, unser Kleiner hier, der geht ziemlich drauf. Execute High Energy Turn! Das ist plötzlich gar nicht gut. Irgendwie setzt er sich plötzlich noch ganz doll zur Wehr. Alles hat sich hier verknollt. Ich war einen Moment unkonzentriert, weil ich dachte, das hätte ich schon in der Tasche. So kann man sich irren. Setzen wir hier mal alle Waffen zerstört bei mir. Brände an Bord. Autoreparatur. Auf Fregatte geht es nicht. Nein, kann der hier feuern? Alles hat sich verknollt. Wahnsinn. Da geht gerade unser Eskortschiff drauf und explodiert direkt neben beiden anderen Schiffen. Was für ein Spektakel. Klicke ich mal auf Autokampf, überlasse es der KI. Oh, und kann jetzt kann den mit Torpedos erwischen. Eine Winzigkeit nach links. War nicht viel. Jetzt versuchen wir den mal, schießen wir dem frontal die Torpedos drauf. Received.
Emperor! Your orders. Was für ein harter Knochen. Ship ready. We are the Imperial Navy. Er hat keine Schilde mehr. At your command. So, er kann noch so eine Boarding-Aktion durchführen. Das machen wir jetzt auch. Acquiring new vector. Engines to maximum. Cruising speed set. Jetzt drehen wir den nach rechts. Jetzt ballen wir eben noch die Torpedos drauf. Resuming normal functions. Ja, und jetzt ist er fast Engage. Vernichtet. Understood. Und jetzt wollen wir ihn noch mit voller Wucht rammen. Das kostet uns zwar einen Geschützturm, aber den Feind nur etwas mehr. Wow. Was für ein Sieg. Zäh verteidigt hat sich das letzte Schiff, Respekt. Und ihr seht, diese dicken Schiffe können durch die Fähigkeiten zur Erneuerung der Schilde und auch zur Fähigkeit der Reparatur einiges wieder ausgleichen, wenn man denkt, die wären schon völlig fertig. Wir bekommen Erfahrungspunkte, wir können uns aufleveln. Aber ich zeige euch, glaube ich, in der nächsten Folge mal was anderes. In der nächsten Folge zeige ich euch, denke ich, euch einen Kampf der Chaos von Seiten der Chaosflotte. Aber mal gucken. Wie auch immer, es geht weiter mit diesen Skirmish-Karten und später auch noch mit Multiplayer-Matches. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.